Warum wurde dieses Meisterwerk eingestellt? Ja, das wissen Sie, glaube ich, selber nicht. Ich möchte euch heute mal Opium von Yves Saint Laurent vorstellen. Die meisten kennen ja nur Myself, Why und Co. Aber ja, Yves Saint Laurent hat Meisterwerke kreiert. So, und hier haben wir Opium. Es ist nicht nur Chorus. Chorus ist es Geschmackssache, ist auch für mich ein Meisterwerk. Aber Opium. So, ich habe das Eau de Toilette, wurde auch eingestellt, aber es geht um das Eau de Parfum. Es geht um das Eau de Parfum, einmal in der letzten Version, dann einmal in der Vintage-Version, in der ersten Auflage. Ja, da möchte ich euch mal mehr erzählen. Das Eau de Toilette ist auch sehr nice, aber auch darum geht es heute mal nicht, sondern um das Eau de Parfum hier, die letzte Version. Ich weiß nicht, 2016 glaube ich, 2017, und dann wurde das auch eben eingestellt. Und das ist eben die erste Auflage, ganz früher, die sah so aus. Und ja, oder so rum besser. So, wer noch nicht hier war und das erste Mal hier auf meinem Kanal ist, mein Name ist Dennis, a.k.a. Fragrance Doc aus Hamburg. Wenn ihr auch so besessen von Düften seid, bleibt einfach hier, weil hier findet ihr genug Videos. Und ich mache es aus Leidenschaft seit, ja, 30 Jahren. Natürlich nicht 30 Jahre YouTube, aber seit 30 Jahren in diesem Game. Und es ist absolut immer noch nice und Opium, und deswegen kann ich auch was über Opium erzählen. So, diesen Duft zu haben, ist natürlich so und so schon mal erstmal ein Sechser in Lotto und überhaupt der heilige Gral, diesen Duft zu besitzen. Wir fangen mal mit der letzten Version an, die auf dem Markt war. Es ist eigentlich, ich muss es mal sagen, scheißegal welche Version, weil es gibt sie leider nicht mehr. Und wenn ihr sie haben wollt, dann müsst ihr richtig hohe Preise bezahlen, um diese Düfte zu bekommen. Ob die Version oder die allererste erst recht. Es ist einfach nicht so einfach. Dieser Duft ist einfach ein, also früher hat man ja das ganze Jahr, egal wie stark, egal wie süß, Düfte getragen. Das hat man bei diesem Duft natürlich auch gemacht. Da hat man noch nicht wirklich von immer Sommerdüfte, Herbstdüfte, Frühlingsdüfte und so weiter geredet. Das gab es noch nicht wirklich. Übrigens auch 2016 noch nicht wirklich, ne? 2017. Und ich habe, wie gesagt, vor vier Jahren, da sah ich noch ganz anders aus, habe ich, glaube ich, schon ein Video zu diesen beiden Düften gemacht. Ich möchte aber natürlich das auch mal wiederholen, weil das geht ja so bis nach hinten und keiner kriegt diesen Duft oder kennt diesen Duft von den Jüngern so. Es geschweige überhaupt keiner, glaube ich. Ich wüsste nicht, dass einer das kennt. Und wenn man Opium sorgt, dann denken viele Opa oder an den Damenduft. So, aber nein, tatsächlich hat Yves Saint Laurent Opium auch für den Mann mal gemacht. Und ich kann nur sagen, wenn man den aussprüht, es ist ein, heutzutage würde man sagen, Herbst-Winterduft, aber es ist ein geiler Arounder, der wirklich sexy ist. Es ist ein orientalisch würziger Duft, auch leicht süßlich, mit der schwarzen Johannisbeere in der Kopfnote und dann kommt Vanille. Und es ist auch nicht viel drin. Schwarz, ich habe das ja eingeblendet, es ist wirklich alles. Schwarze Johannisbeere macht aber wirklich schon, ja, die Kopfnote wirklich so, ich bin hier, ich bin die schwarze Johannisbeere. Nicht zu vergleichen mit Bleecker Street von Bond Number 9. Also falls die Fragen kommen, ist er ähnlich wie Bond Number 9? Nein, ist er nicht. Bond Number 9 ist nicht orientalisch. Ne, das wisst ihr, oder na gut, die es nicht wissen, wissen es nicht. Aber er ist natürlich eher frisch, grün, der geilste oder einer der geilsten Frühlingsdüfte. Bei mir wieder auf Platz 1 dieses Jahr, ist wieder auf Platz 1 gegangen mit Bleecker Street. Und könnt ihr gerne das Video auch schauen. Das ist nicht so. Das ist ganz anderes, aber die schwarze Johannisbeere ist geil und dann die Vanille, die sich dazu gesellt. Wow, ich kann nur sagen, wow. Als letztes dann Amber und das war's. So, und er hat eine leichte Süße, das ist einfach orientalisch. Es ist orientalisch angehaucht und wie gesagt, ich brauche nicht eigentlich normal sprühen, er ist ja hier. Es ist schon lecker und es ist einfach ein Meisterwerk. Man könnte vielleicht sagen, ja, dass der hier zum Schluss ein bisschen, aber das ist schon böse, wenn man das so betitelt, synthetischer ist als, sag ich mal, die alte Version. Die alte Version hier, das ist mehr als der heilige Gral, ist natürlich klar, ist auch ein besserer Sprüh übrigens, obwohl der ist auch gut, ist natürlich tiefer, runder und ein bisschen orientalischer noch, sagen wir so. Und im Endeffekt auch von der Haltbarkeit ein bisschen hinten heraus und allgemein ein bisschen mehr performant. Aber
Ich finde die alte Version natürlich grundsätzlich besser, auch in der OVP, hier sei schon im Flakon-Design. Da finde ich ja diesen, ja, ich meine, das ist auch geil. Hier, jetzt haben wir wieder das Eau de Toilette genommen, da vergreift man sich, aber auch egal, weil die sehen alle gleich aus. Hier, das Eau de Parfum. Aber man muss schon sagen, das finde ich geiler, ne, wenn man das mag. Ne? Also es hat mehr Stil, es hat mehr, ja, es ist mehr so, ne, früher war einfach alles ein bisschen in diesem Fall, ich bin nicht einer, der sagt, früher war alles besser. Nein, aber es war einiges besser. Und in dem Fall finde ich das einfach schöner, muss man schon so sagen, als den. Der ist auch geil, man darf das nicht vergessen. Also das ist auch schon geil gemacht. Ne? Also ich bin froh, beide noch zu haben. Wenn ihr mich jetzt fragt, welchen benutze ich am meisten, ist natürlich klar der, aber ich trage natürlich auch den gern mal. Und der Opium, also ich schwarze Johannisbeere, Vanille, Amber. So, wenn ihr diese Duftinhaltsstoffe kennt, dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, die sind orientalisch. Es gibt keinen Vergleich, ich kann keinen Vergleich ziehen zu diesen Düften, weil ich keinen anderen Duft, ich kenne so viele Düfte und ich habe so viele Düfte, aber ich habe keinen Vergleich zu diesem Duft. Es ist einfach, ja, es ist, es gibt ihn nur. Es gibt ihn nur einmal und das war dieser Duft. Wenn ihr Bock habt oder wenn ihr orientalische Düfte liebt und den findet, dann holt euch den, wenn ihr den bekommen könnt. Aber vorsichtig, ne, der darf nicht gekippt sein. Natürlich, umso älter, umso hinten raus, ist der alles ein bisschen anders, das ist klar. Und vielleicht logischerweise ist die Haltbarkeit dann auch nicht mehr als, ja, wo der rausgekommen ist. Der Duft ist 1995 erschienen. Das ist ja inzwischen schon eine Weile her. Da kam Michael Jacksons Earth Song raus. Ne? Bin ja ein großer MJ-Fan, also Michael Jackson-Fan. Ne? Seit ich habe das selbst mal getanzt. Ne? Mein kleines Insider. Ich wurde sogar eingeladen von einer großen Stadt, dass ich das mal tanzen sollte. Habe ich nicht gemacht. Aber ich war richtig, deswegen weiß ich das alles. 95, das waren Zeiten. Michael Jackson, Earth Song, diesen Duft. Leute, die das jetzt wissen, die jetzt hier zuhören und diesen Duft kennen und auch diese Zeit miterlebt haben, 95, das haben ja auch viele Zuschauer, was nicht schlimm ist, selbst von mir, nicht miterlebt, ne, 95, das gibt's tatsächlich. Und wow, das waren geile Zeiten. Und dann dieser Duft, ich sprühe den trotzdem, auch wenn es der heilige Gral ist. Ah. Das ist schon, wenn man den Flakon in der Hand hat, wenn man den sieht, egal welch, ob auch die Version. Das andere ist auch, wenn ihr den bekommt, ne, das wird schwer, aber wenn ihr den bekommt, da hinten, die letzte Version, ist es egal, Zuschlag. Aber nochmal Vorsicht bei den Preisen, nicht übertreiben, nicht oder nicht verarschen lassen, die Leute wollen da so viel Geld haben. Handelt das mal ein bisschen runter und sagt, hört mal zu, guck mal, wenn ihr den verschickt, der ist auch noch unterwegs, das kann auch mit Pech kaputt gehen, das ist immer risikoreich und so weiter und so fort. Aber versucht das mal. Und ja, es gibt bestimmt Nachbauarten von irgendwelchen Firmen. Kenne ich nicht, interessiert mich auch nicht. Ich hole die nicht, ich stelle die nicht vor, ich kaufe die nicht, wenn ich die nicht habe. Wenn ich die jetzt nicht hätte, dann habe ich den Duft nicht mehr. Ich habe ihn zwar im Kopf, aber dann ist es gut. Ne? Aber wenn ihr bekommen könnt, versucht den mal zu bekommen, zuzuschlagen. Aber was soll ich denn jetzt sagen? Das sind 50 ml übrigens. Ne? 50 ml. 100, also maximal 150 Euro, aber Leute, das ist schon hart, ne? Aber nee, eigentlich so 120 und dann ist gut. Aber der muss auch voll sein oder fast voll. Kommt nicht da, dass die so mit 30 ml und dann wollen die 140 Euro. Vergesst das. Und ich weiß, viele Leute, ich mache das auch nicht, wenn Leute handeln oder beziehungsweise dann runter, weiß ich. Wenn ich mal Düfte wege auf dieser bestimmten Seite, tatsächlich mal verkaufe, ich mache das auch, dann mache ich feste Preise in meine Festpreise. Ich mache schon gute Preise, aber wenn es dann immer noch Leute, die ohne Hallo zum Beispiel schreiben, ja, hier mach mal so, antworte ich schon so nicht drauf. Aber ich weiß, dass es Handeln, Runterhandeln ist affig, ne? Ich mache das auch nicht gern. Aber wenn einer den für 250 Euro oder so verkaufen möchte, ich meine, da brauchst du gar nicht anfragen, lohnt sich, das ist unnötiges Kopfgeld, Punkt, 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 das bringt nichts. Und deswegen macht euch da nicht so viel Gedanken. Ich wollte euch eigentlich nur den Duft einfach mal vorstellen und zeigen, genauso wie ich Sumata Rein letztens euch vorgestellt habe. Ich glaube, ich werde in ferner Zukunft, wenn ihr Bock habt, schreibt mal gerne runter, euch mehr Oldschool-Düfte, auch in Einzelvideo, mir ist egal, wie das geklickt wird. Leute haben ja auch keine Ahnung, die werden das nicht klicken, weil sie den Duft nicht kennen, aber ihr müsst, Leute,
Ihr müsst diesen Duft eigentlich kennen. Es wäre so geil, wenn ihr, ich wünsche euch das, ich wünsche jedem alles Gute immer und von Herzen alles wirklich. Wenn ihr, ich hoffe, ihr kriegt einen von dem Duft, wenn ihr ihn findet, für einen guten Preis. Und dann ehrlich, ich sag euch eins, das ist ein Traumduft. Und nach Opa, um das vorzuziehen, riecht der in meinen Augen nicht wirklich. Also ich weiß ja nicht, also entweder ist animalisch Opa, entweder ist Klostein Opa, entweder ist Schiepe Opa, dann hier orientalisch würzig Opa. Ja, okay, ganz ehrlich, was ist denn für euch ein Opa-Geruch? Also wenn ein Opa so riecht, was ist das? Ist das negativ gemeint von euch? Für euch, die meisten, die das sagen, ist ja negativ, aber wie, wenn ein Opa so riecht, ist das nicht negativ? Nass. Also könnte ich wieder, ganz ehrlich, also was ist denn, ich meine, wenn ihr jetzt sagen würdet, der ist 90, der Opa, und der riecht alt und zu Halbform, das ist auch gemein. Also was ist diese, ich mache das immer nicht. Wie, ich könnte schon wieder, das sind immer so Real Talk Videos, ich könnte so viel über das mal sagen, aber dieses Klostein, das geht ja noch, aber Opa-Geruch oder Oma-Geruch, wie riecht denn für euch, also ganz ehrlich, wenn so ein Opa riecht, dann reißt er noch Ladies auf in seinem Alter vor allen Dingen. Ganz ehrlich. Und der hat funktioniert, Freunde. Der hat funktioniert. Ja, mehr muss ich eigentlich zu dem Duft nicht sagen. Es geht auch nur darum, Leute, die das hier anklicken, dieses Video, die wollen auch diesen Duft wissen, wie der ist, oder mal kurz sehen. Oder sie kennen ihn und fühlen sich so ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt, warum ich diese Videos vorstelle oder mache. Es wird in Zukunft mehr davon geben, also freut euch schon drauf, egal wie die geklickt werden, dann werden sie eben nicht geklickt, ne? Aber Leute, sendet dieses Video gerne mal weiter, weil diese Düfte dürfen nicht vergessen werden, weil es gibt sie draußen ja irgendwo noch, aber wie gesagt, die Preise sind manchmal ein bisschen pervers. Und bevor ich abschweife, ich werde mal so ein Video vielleicht auch mal machen und darüber reden, mit Kaufen, alte Düfte und so weiter, aber ja, schauen wir mal, gucken. Also Leute, schreibt mal runter, kennt ihr den Duft, habt ihr noch den oder habt ihr tatsächlich die Version noch, das wäre natürlich geil. Und ja, der ist übrigens fast voll, ne? Schon geil. Und ja, schreibt mal runter und dann Grüße gehen raus an euch. Bleibt gesund, Grüße gehen auch raus an meine Mitglieder und dann sehen wir uns bald wieder auf diesem Kanal in aller Frische. Ich bin raus. Ich heiße nicht Klaus. Was ist das so schlimm? Haut rein.